Du fühlst dich unbeweglich im unteren Rücken, hast vielleicht auch immer wieder Schmerzen dort, die permanent wiederkommen oder hast sogar eine gefühlte chronische Verspannung, dass trotz täglichem Dehnen dieser Bereich im Rücken immer und immer wieder festgeht und du einfach keine Lösung findest, diesen frei zu bekommen. Das kann sogar einen sehr, sehr guten Grund haben, dass das immer wieder verspannt ist. Und zwar, wenn ein gewisser Muskel, der hier hinten zwischen Becken und Wirbelsäule ist, versucht, deine Wirbelsäule zu schützen und diese Position bzw. diese beiden Teile zueinander, die Wirbelsäule zum Becken, zu stabilisieren. Das ist der Quadratus Lumborum, ein Muskel, der hier hinten, man kann sich vorstellen, wenn man zwei Hände hier hinten reinlegt, da in dem Bereich sitzt und diesen Bereich miteinander verbindet. Und warum kann es nun dazu kommen, dass dieser Muskel versucht, die Wirbelsäule zu schützen und zu viel Arbeit macht und dann immer wieder verspannt und fest ist? Das kann passieren, wenn deine Hüftmuskulatur, das heißt die Gesäßmuskulatur, die Adduktoren und die Oberschenkel, nicht genügend Stabilität in diesen Bereich reinbringen und es allein schon beim Gehen zum Beispiel dazu kommt, dass dein Becken oder dass die Hüfte, das Becken nicht stabilisiert wird und sozusagen die ganze Zeit hin und her kippeln würde, so wie wenn du dich zum Beispiel auf ein Bein stellst und dann mal richtig locker lässt und du so das Gefühl hast, das Bein kippt hier so zur Seite raus. Und stell dir das jetzt beim Gehen vor, wenn das permanent von links nach rechts passiert, weil eben hier nicht genügend Spannung ist, dann würde die ganze Zeit die Wirbelsäule im Becken so hin und her pendeln, was natürlich ungünstig für deine Wirbelsäule und Bandscheiben wäre. Was ich dir jetzt zeigen möchte, ist eine sehr effektive Übung, um damit zu beginnen, in diesem Bereich, in diesen Hüft-Bein-Bereich mehr Stabilität zu bringen. Diese Übung besteht aus zwei Teilen. Zuerst gehst du einmal in einen breiten Gerätstand, orientierst dich an deiner eigenen Beweglichkeit. Das heißt, du gehst hier so weit auseinander, wie du auseinandergehen kannst, bis hier eine leichte Dehnung einsetzt. Jetzt gehst du im ersten Schritt einmal hin und versuchst, den Oberkörper nur ein bisschen nach vorne zu kippen, ohne dass du die Hände irgendwo aufstützt. Das macht nämlich dann, oder das führt dazu, dass du die Muskelaktivität wieder reduzieren würdest. Ja, wenn du dich hier aufstützt, verlagerst du natürlich das Gewicht weg von deinen Beinen, gibst dir einen Support und damit ist der Muskel wieder inaktiver. Das heißt, wir wollen hier wirklich den Muskel in einer Aktivität haben. Geh für dich erst einmal so weit, wie du es noch kontrolliert durchführen kannst, nach vorne lehnen, so dass hier ein bisschen Spannung entsteht. Und was du jetzt machen kannst, Stück für Stück mit den Füßen, wenn der Muskel löst, weiter auseinandergehen. Das machst du für 30 Sekunden, dann nimmst du die Füße wieder ein kleines bisschen zusammen, wieder in eine etwas entspanntere Position, drehst dann die Füße nach außen und gehst jetzt wechselseitig in eine Kniebeugeposition auf eine Seite und gehst immer wieder hin und her. Achte hier dabei darauf, dass du die Knie immer in Richtung Zehenspitzen zeigen lässt und geh auch hier nur so tief, dass du das alles immer noch gut kontrolliert führen kannst, links nach rechts. Mach diese Übung für 3 Durchgänge, jeweils 30 Sekunden diese statische Position halten und dann jeweils 6 Wiederholungen pro Bein. 3 Durchgänge und schau dir danach noch dieses Video an für die Beinrückseite, die nämlich genauso wichtig ist für deine Stabilität über die Hüfte und ebenfalls deinen Rücken entlastet.